einem totalitären System offen und frei seine Meinung zu sagen, ist nicht selbstverständlich. Es ist vor allem mutig. Ich möchte euch einen jungen Mann vorstellen, der als Flüchtling in Deutschland mittlerweile lebt und der genau das getan hat. Und ich glaube, sogar diejenigen unter euch, die so ihre Probleme haben mit Flüchtlingen in Deutschland, werden von ihm beeindruckt sein. انا ملحد فانا مش بصدق في وجود ربنا او بصدق في دين بس ده الالحاد انا مش محتاج الدين عشان انا يبقى عندي اخلاق او ان انا ابقى نافع في المجتمع. Das ist der Ägypter Mohammed Hisham. Im Februar 2018 war er in einer ägyptischen Talkshow zu Gast und bekannte sich dort ganz offen zum Atheismus. Jemand, der nicht an Gott glaubt? In einem streng religiösen Land fast schon sowas wie ein Spiel mit dem Leben. هي انت محتاج تتعالج نفسيا مرض نفسي بينتاب كثير من الشباب لذلك لو ظروف معينه في اسرهم ظروف ماديه ظروف معنويه طب ناخد بالك يا شيخ طب انت محمد فعلا زي ما بقول لك يا شيخ محمود انت فعلا رحت لدكتور نفسي انا بنصحك على الهوا ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض العقليه. Was manchen vielleicht in diesem Moment wie ein absurdes Theater vorkommt, ist leider bitterer Ernst. Und für Mohammed wurde es verdammt ernst. Er musste aus Ägypten fliehen. Mittlerweile lebt er als Flüchtling in Deutschland. Der bekennende Schwule freut sich, in einem Land angekommen zu sein, in dem die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen, vergleichsweise groß ist. Doch eins nach dem anderen. Ich sah eines Tages eine Werbung für diese Talkshow, in der Teilnehmer gesucht wurden, um über Atheismus zu sprechen. Wir haben in unserer atheistisch geprägten Gemeinschaft darüber geredet und empfanden es als wichtig, sodass einer von uns dorthin gehen sollte. Immerhin mussten wir aufgrund unserer atheistischen Meinung schon viele Konsequenzen ertragen. Dazu gehören Demütigung, Gefängnisstrafen, Reiseverbote, Körperverletzung sowie der Verlust von Beruf und Familie. Somit gab es gute Gründe für uns dort zu erscheinen. Ich habe mich dafür aufgeopfert, weil ich sehr frustriert war über die Lage der Menschenrechte in meinem Land. Dazu zählt auch die Gewalt gegenüber Homosexuellen, Frauen und Ex-Moslems. Ich sah darin eine Chance, dazu beizutragen, um genau das vielleicht zu verändern. Eines wurde sehr schnell deutlich. Fair und ausgewogen ging es hier nicht zu. Dies sieht man allein schon daran, dass sich der Moderator vollkommen auf die Seite des zweiten Gastes, eines ranghohen Geistlichen, schlug und gar nicht erst versuchte, sich mit Mohammeds Argumenten auseinanderzusetzen. Den Moderator kenne ich nicht besonders gut, da ich mir seine Show normalerweise nicht anschaue. Allerdings ist er ein Unterstützer der Regierung und sagt natürlich nichts dazu, sollte die Regierung gegen Menschenrechte verstoßen. Er spricht sicherlich für viele Menschen in Ägypten, vor allem die Konservativen. Seine Aggressionen mir gegenüber waren für mich vollkommen irrational, vor allem in dem Ausmaß. Wobei ich glaube, dass er es auch zum Selbstschutz getan hat, um einem Atheisten wie mir keine Plattform zu geben. Das hätte ihm selbst den Kopf kosten können. Es gab schon mal einen Fall, dass ein Moderator dafür bestraft wurde, weil er einen schwulen Gast in seiner Sendung hatte. Ich weiß also wirklich nicht, wie der Moderator wirklich denkt und warum er so gehandelt hat, aber es gab vermutlich viele Faktoren, die damit reingespielt haben. Der Geistliche erklärt Mohammed dann gleich für verrückt und will ihn einweisen lassen, nur weil er sich zum Atheismus bekennt. Selbst als Mohammed nur ein englisches Wort benutzt, geht der Moderator sofort an die Decke. Das Problem ist, dass die Wissenschaft großteils mit englischer Sprache arbeitet und es viele Begriffe auf Arabisch gar nicht gibt. Im Grunde verlasse ich den Islam, wenn ich Englisch lerne und spreche. Denn es gibt sehr viele Bücher, die auf Arabisch gar nicht existieren und dadurch von vielen Menschen gar nicht erst gelesen werden können. Hier ist es vielleicht normal, aber in Ägypten bleibt den Menschen eine ganze Welt verschlossen, weil viele eben kein Englisch können. Ich habe einiges aus dem Englischen ins Arabische übersetzt, allerdings ist das wirklich schwierig. Genau deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dass Menschen andere Sprachen lernen, um auch andere Ansichten und Philosophien kennenzulernen.
and ideas and science that is considered in a way taboo in Egypt. Like many books would be in English that would be like normal here, but a taboo in my country. Ihr könnt euch sicher schon denken, wie es Mohammed erging, nachdem er diesen Fernsehauftritt hatte. Und ich vermute fast, es ist sogar noch schlimmer, als ihr es euch vorstellt. Ich bekam eine Menge Drohungen, die auch vom Mord nicht zurückschreckten. In den sozialen Medien haben die Menschen darüber diskutiert, wer mich am ehesten umbringen sollte. Der Präsident oder doch nur ein Freiwilliger? Es war wirklich gruselig. Auch in meiner Familie sind hässliche Dinge passiert. Ich wurde verprügelt und sie wollten mich zur Polizei bringen, wo eine Anzeige aufgegeben werden sollte. Außerdem holten sie einen Scheich, der mir eine Gehirnwäsche verpassen sollte. Irgendwann tat ich dann sogar so, als wäre ich bekehrt worden und würde wieder an den Islam glauben, bis ich schließlich geflohen bin. Selbst meine atheistischen Freunde hatten Angst, mich zu kontaktieren, um nicht selbst in Gefahr zu geraten. Einige haben auch unsere aktivistischen Gruppen wegen mir verlassen. Meine Familie hat mich bereits, wie erwähnt, verprügelt. Sie haben mich aus dem Haus geworfen, mir mein Geld genommen und schließlich den Scheich geholt. Das war wirklich irre. Azhar Sheikh to brainwash me back to Islam and it was crazy. Mohammeds Glück war, dass die Szenen aus der Talkshow inzwischen rund um den Globus auf YouTube zum Hit wurden. Internationale Helfer wurden auf ihn aufmerksam und bekamen mit, wie es ihm erging. Es wurde Geld für ihn gesammelt und es wurde ein Fluchtplan entwickelt. Und so konnte er Ägypten verlassen, durchquerte mehrere Länder und landete schließlich in Deutschland. Ich wollte in ein Land, in dem Menschenrechte etwas bedeuten und wo beispielsweise Homosexuelle heiraten können. Deswegen sollte es ein westlich geprägtes Land sein. Allerdings wurde mir das Ziel meiner Flucht von den Hilfsorganisationen auch teilweise vorgegeben, wodurch ich kaum eine andere Wahl hatte. Da ich ja Englisch spreche, wäre es in einem englischsprachigen Land für mich einfacher gewesen. Trotzdem ist das hier wie der Himmel für mich, weil ich hier offen sprechen und leben kann. Dadurch kann ich auch von hier aus versuchen, mein Heimatland zu einem besseren Ort zu machen. Dank Deutschland konnte ich all den schrecklichen Dingen entfliehen und für diese Hilfe bin ich sehr dankbar. زي ما كتير منكم عارف سنة 2018 أنا تقدم ضدي بلاغات كتير من كذا شخص اضطرتني لأن أنا أحاول أسيب مصر في شهر 5 اللي فات وأسافر على ماليزيا لكن للأسف وزي ما برضو معظمكم عارف أنا توقفت في المطار عن طريق الأمن الوطني واتحبست كم يوم. Mohammed ist nicht das einzige prominente Beispiel aus Ägypten. Der Blogger und YouTuber Sheriff Gaba hat fast 250.000 Abonnenten und hat in den vergangenen 6 Jahren mehr Zeit in ägyptischen Gefängnissen verbracht als außerhalb. Und zwar nur deshalb, weil er sich mit satirischem Unterton über den Islam lustig macht. Auch sein Glück ist es, dass weltweit viele Menschen an seinem Schicksal teilnehmen und ebenfalls Geld spenden, damit er aus Ägypten abhauen kann. Ein erster Versuch im Mai 2018 schlug jedoch fehl. Er wurde am Flughafen verhaftet. مكان روحه وما كنتش مأمن على حياتي في أي مكان لأني عارف إن في ناس كتير نفسها تأذيني. Mohammed will versuchen, von Deutschland aus etwas für Schwule und Lesben in Ägypten zu tun. Die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Im Moment ist es für Homosexuelle die Hölle in dem Land. Es geht ihnen scheiße. Wir werden wirklich schlecht behandelt. Lass es mich anhand eines Beispiels beschreiben. Da war eine Person auf einem Konzert, die eine Regenbogenflagge hochgehalten hat. Und wenig später musste diese Person genau dafür ins Gefängnis. Nur für das bloße Zeigen einer Flagge. Es ist sehr gefährlich, eine Verabredung zu haben, da es auch eine Falle sein könnte. Auch online musst du immer Angst davor haben, an jemanden zu geraten, der dir eine Falle stellen will. Manche Schwule werden auch einfach ins Gefängnis gesperrt, weil sie eben schwul sind. Ich selbst bin 28 und hatte noch nie die Möglichkeit auf eine Beziehung in meinem Leben. Kurz vor meiner Flucht habe ich das erste Mal jemanden ein- oder zweimal für ein Date getroffen, aber es ist wirklich sehr riskant. Manche trauen es sich trotzdem, aber wie gesagt, das Risiko ist wirklich sehr hoch. Aber gerade das Aufstehen gegen die Obrigkeit ist es ja, was ein System verändern oder vielleicht zu Fall bringen kann. Und die digitalen Medien können dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Hoffen wir wirklich, dass das wunderschöne Land Ägypten, in dem einst hochintelligente Menschen die Pyramiden bauten, auch gesellschaftlich auf ein intellektuelleres Niveau kommt. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.